Ja, Dr. Pim van Lommel, Sie sind Kardiologe und haben ein sehr erfolgreiches Buch mit dem Titel Endloses Bewusstsein geschrieben, das auch schon in viele Sprachen übersetzt worden ist. Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich mit Nahtodeserfahrungen zu beschäftigen? Was war der Anlass dazu? Well, as a cardiologist, you come in contact with a lot of people who survive cardiac arrest. Als Kardiologe kommt man mit vielen Menschen in Kontakt, die einen Herzstillstand überlebt haben. Ich habe auch ein Buch über Nahtoderfahrungen gelesen. Nach der Lektüre habe ich mich gefragt, warum ich selbst noch nie solche Geschichten gehört habe. Also begann ich 1986 damit, Patienten zu befragen. Innerhalb von 2 Jahren haben mir dann von 50 Patienten 12 von einem Nahtoderlebnis berichtet. Das hat meinen Forscherdrang geweckt. Denn gemäß der derzeitigen materialistischen Wissenschaft ist es nicht möglich, während eines Herzstillstandes, bei dem alle Gehirnfunktionen ausfallen, Bewusstsein zu erleben. Sie haben vor einigen Jahren die erste prospektive Studie über Nahtoderfahrungen gemacht. Was hat denn diese Studie umfasst? Was wollten Sie alles wissen? Ich fragte mich, wie es möglich ist, dass Menschen ein erweitertes Bewusstsein während eines Herzstillstandes erleben können. Bis dahin gab es nur retrospektive Studien mit stark selektiver Patientenauswahl. Aufgrund dieser Studien dachte man, dass die Erlebnisse durch Sauerstoffmangel im Gehirn, durch Todesangst, Halluzinationen oder Nebenwirkungen von Medikamenten hervorgerufen werden können. Um die tatsächlichen Ursachen und Inhalte von Nahtoderfahrungen herauszufinden, starteten wir 1988 eine prospektive Studie in 10 holländischen Krankenhäusern mit 344 Personen, die einen Herzstillstand überlebt hatten, also alle klinisch tot gewesen waren. Klinischer Tod ist eine Periode der Bewusstlosigkeit, verursacht durch Kreislaufstillstand. Dies ist ziemlich nah am Sterbemodell, weil alle Patienten sterben würden, wenn nicht innerhalb von 5 bis 10 Minuten wiederbelebt würde. Was waren denn die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie? Gab es da Dinge, die Sie selbst sehr überrascht haben? What we found in these 344 patients that wir haben bei diesen 44 Patienten herausgefunden, dass 18% tatsächlich zur Zeit des Herzstillstandes einen Zustand erweiterten Bewusstseins erfuhren, während 82% gar nichts erlebten. Wir sahen auch, dass die zwei Gruppen sich in nichts unterschieden. So, the duration of unconsciousness, 2 minutes or 8 minutes or 3 weeks in coma, or the duration of cardiac arrest. Die Dauer der Bewusstlosigkeit und des Herzstillstandes war nicht relevant. Das Ausmaß des Sauerstoffmangels im Gehirn spielte keine Rolle. Angst vor dem Tod, Medikamentengebrauch, ein Vorwissen davon, dass diese Erlebnisse möglich sind, oder Religion, Geschlecht und Bildung, das alles hatte keinerlei Einfluss. Die zwei Gruppen waren völlig gleich. Wir konnten daraus also folgern, dass keine physiologische Erklärung, wie zum Beispiel Sauerstoffmangel im Gehirn, keine psychologische Erklärung wie Todesangst und keine pharmakologische Erklärung wie Medikamentennebenwirkungen für diese Erlebnisse in Frage kamen. Zusammenfassend betrachtet, was erleben wir denn beim Sterben? Gibt es bestimmte Stationen, von denen alle Menschen mit Nahtoderfahrungen berichten? Diese Menschen schildern übereinstimmend einige universelle Elemente von Nahtoderfahrungen. Das erste ist, dass sie den Schmerz des Körpers nicht mehr spüren. Sie fragen sich, bin ich jetzt tot? Dann kann ein Zustand auftreten, wo sie sich außerhalb ihres Körpers befinden. Sie können dabei ihre eigene Wiederbelebung oder ihren Verkehrsunfall von oben aus sehen. Dies ist ein wissenschaftlich höchst bedeutender Aspekt von Nahtoderlebnissen, denn man kann das, was im Zustand einer außerkörperlichen Erfahrung wahrgenommen wird, im Nachhinein verifizieren, sogar die Zeitpunkte, zu denen diese Wahrnehmungen stattfanden. Nach dieser Ausleibigkeitserfahrung können sich die Betroffenen an einem dunklen Ort wiederfinden,
Dort sehen Sie ein kleines Licht, von dem Sie sich angezogen fühlen. Die meisten sprechen dabei von einem Tunnel. Danach können Sie in eine jenseitige Dimension eintreten, mit schönen Farben, Landschaften und herrlicher Musik, wo Ihnen bereits abgeschiedene Verwandte begegnen können. Manchmal sogar solche, von denen Sie vorher gar nicht wussten, dass sie tot sind. Dann kann Ihnen ein Licht oder ein Lichtwesen begegnen. Meistens haben sie dabei ein Empfinden bedingungsloser Liebe und ungekannter Weisheit. Man bekommt Antworten auf alle Fragen, bevor man sie gestellt hat. Darauf kann eine Lebensrückschau folgen, in der man sein ganzes Leben noch einmal vor sich sieht. Alle Gedanken, Worte und Taten, die man jemals hatte, auch von anderen Personen. Manche erkennen sogar eine Lebensvorschau, in der sie zukünftige Ereignisse des eigenen Lebens sehen. Es kann vorkommen, dass sie an eine Grenze kommen und wissen, dass sie endgültig nicht mehr zurück können, wenn sie diese Grenze überschreiten. Von dort werden sie meistens zurückgeschickt. Es ist noch nicht an der Zeit. Dann haben sie das schreckliche Erlebnis, dass ihr Bewusstsein in den kranken Körper mit all seinen Schmerzen und Einschränkungen zurückkehrt. Das sind die zentralen Elemente einer Nahtoderfahrung. Aber nicht alle Menschen erleben sie vollständig. Manche erleben nur 3 oder 4, andere 7 oder 8 dieser Elemente. Haben Sie sich in Ihrer Studie auch mit längerfristigen Auswirkungen von Nahtoderfahrungen beschäftigt? Ändern sich Menschen, die solche Erfahrungen gehabt haben, nachhaltig? Auch das war ein wichtiger Aspekt unserer Untersuchung. Wir haben eine Langzeitstudie durchgeführt mit allen Überlebenden eines Herzstillstandes, die entweder eine Nahtoderfahrung machten oder nichts erlebten. Wir wollten herausfinden, ob die klassische Transformation, von der man oft bei Betroffenen hört, nämlich dem Verlust der Angst vor dem Tod, der Erkenntnis, was für das Leben wichtig ist, besonders Akzeptanz, Liebe und Empathie, auch für die Natur, weil man eine völlige Verbundenheit mit ihr erlebt, ob diese grundlegende Änderung der Lebenseinstellung tatsächlich vorkommt. Sie findet wirklich statt. Und was noch hinzukommt, ist eine erweiterte intuitive Empfindsamkeit. Das heißt, diese Leute fühlen auch eine Verbindung zu anderen Menschen, was beunruhigend sein kann. Meist ist die Nahtoderfahrung selbst positiv. Aber weil die Betroffenen ihr Erlebnis niemandem mitteilen können, wird es für sie zunächst oft zum Trauma. Sie leiden an Depression und Einsamkeit, zugleich auch an Heimweh, nach dem Erlebnis selbst. Das Wichtige, was wir dabei herausgefunden haben, ist, dass die klassische Transformation nur bei Menschen mit einem Nahtoderlebnis beobachtet wird. Das ist der objektive Befund des subjektiven Erlebens. Die vollständige Studie wurde im Dezember 2001 in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Bewusstsein wird oft als eine Funktion des Gehirns beschrieben. Auf der anderen Seite gibt es auch die Auffassung, dass das Gehirn nicht Bewusstsein produziert, sondern ein Empfangsorgan für Bewusstsein ist. Wie ist denn Ihre Auffassung? Woher kommt Bewusstsein? Entsteht es im Gehirn oder kann es auch ohne den Körper existieren? Als Medizinstudenten haben wir gelernt, dass Bewusstsein ein Produkt von Gehirnfunktionen ist. Das ist eine Hypothese, die nie bewiesen wurde, und wir müssen das wieder diskutieren. Aus entsprechenden Studien wissen wir, dass wir das Bewusstsein bei einem Herzstillstand innerhalb von Sekunden verlieren. Es gibt dann keine Körperreflexe mehr, welche eine Funktion des Kortex sind. Hirnstammreflexe treten nicht mehr auf, kein Würgereflex, kein Lidschlussreflex. Die Pupillen sind erweitert und die Atmung hat aufgehört. Das sind die klinischen Beobachtungen. Wenn man nun die elektrische Aktivität misst, also ein EEG erstellt, beobachtet man binnen 15 Sekunden eine Nulllinie. Wir wissen, dass es bei allen Herzstillstandpatienten mehr als 20 Sekunden, meist 60 bis 120 Sekunden dauert, bis sie wiederbelebt werden, oftmals sogar länger. Zugleich ist offensichtlich, dass alle diese Patienten während des Nahtoderlebnisses ein erweitertes Bewusstsein, Wahrnehmung, Emotionen, klare Gedanken und ihr Gedächtnis zur Verfügung haben.
in einem Zeitraum, in dem das Gehirn nicht arbeitet. In meinen Augen ist Bewusstsein im Gehirn nicht zu finden. Das Gehirn hat eine vermittelnde, aber keine erzeugende Funktion, was das Erleben von Bewusstsein anbelangt. Es ist also ein Sender und Empfänger für das Bewusstsein. Die Informationen von Ihrem Körper, von Ihren Sinnen, werden zu Ihrem Bewusstsein gesendet. Und Sie empfangen umgekehrt Informationen von Ihrem Bewusstsein für Ihren Körper über das Gehirn. Bewusstsein ist also nicht im Gehirn lokalisiert, sondern es ist überall, was ich nicht lokales Bewusstsein nenne, weil es unter diesem Aspekt des erweiterten Bewusstseins keine Zeit und keinen Raum gibt. Wenn man davon ausgeht, dass Bewusstsein auch außerhalb des Körpers bestehen kann, hat das nicht auch Auswirkungen auf die medizinische Ethik, auf das, wie man Menschen, die sich dem Tod nähern, behandelt? Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt für die Medizin. Meiner Ansicht nach müssen wir auch das Gesundheitswesen verändern. Denn wir wissen von all diesen Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, dass ich ohne meinen Körper leben kann, während umgekehrt mein Körper nicht ohne mich leben kann. Ich bin also auch ohne meinen Körper ein bewusstes Wesen. Das rückt einige alte Fragen in ein neues Licht. Wie behandeln wir Patienten im Tiefkoma und im Endstadium des Lebens? Wie denken wir über Sterbefälle oder Abtreibungen? Wir versuchen, Patienten mit schweren Leiden am Leben zu erhalten, anstatt die Natur ihre Arbeit machen zu lassen. Es gibt dabei also sehr viele ethische Aspekte, die unser Gesundheitswesen betreffen. Hat sich für Sie persönlich etwas geändert, seit Sie sich mit dem Thema Nahtoderfahrungen beschäftigen? Und glauben Sie, dass sich auch in der wissenschaftlichen Akzeptanz zu diesem Thema in den letzten 10 oder 15 Jahren etwas getan hat? Zuallererst habe ich mich natürlich selbst verändert. Ich denke, man muss nicht selbst eine Nahtoderfahrung gemacht haben, um sich zu ändern, wenn man dafür offen ist. Ich habe Hunderttausende von Menschen über ihr Nahtoderlebnis sprechen hören und Tausende von E-Mails und Briefen mit Erlebnissen von Menschen auf der ganzen Welt erhalten. Der Tod ist für mich jetzt etwas anderes. Er ist nur eine Veränderung des Bewusstseinszustandes, genauso wie die Geburt. Es gibt also eine Kontinuität des Bewusstseins. Es ist nicht vom Körper abhängig. Mir ist aber durchaus bewusst, dass mein Ansatz zum Verhältnis von Geist und Gehirn keine breite Akzeptanz findet. Die meisten Neurowissenschaftler glauben immer noch, dass das Bewusstsein ein Produkt des Gehirnes ist. Es gibt auch viel Skepsis, meistens anonym, auf Webseiten. Sie greifen üblicherweise den Boten an und sind an einer wissenschaftlichen Diskussion gar nicht interessiert. Aber das ändert sich, denke ich. Ich halte viele Vorträge an Universitäten, Krankenhäusern, Hospizen, vor Medizinstudenten, Philosophiestudenten und habe viele Einladungen aus aller Welt. Es ändert sich, da bin ich mir sicher. Aber es ist ein langsamer Prozess. Wir wissen aus der Geschichte der Wissenschaft, dass es Zeit braucht, bis neue Ideen akzeptiert werden. Und neue Konzepte werden immer zuerst stark bekämpft. Auch das zeigt die Geschichte der Wissenschaft. Herr Dr. von Lommel, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen bei Ihrer weiteren Arbeit zur Verbreitung dieses Gedankens alles Gute.